Ich hatte euch heute wieder dabei, ich habe mich mit euch fertig gemacht. Style and Talk, dieses Format kennt ihr ja inzwischen ganz gut und mögt ihr auch ganz gerne. Und bevor ich lange ins Quatschen komme, legen wir einfach los nach dem Intro, würde ich sagen. Zusammen. Ich habe übrigens gerade festgestellt, ich muss meinen Pony wieder schneiden. So, es gibt so eine Länge, da sitzt der auch nicht mehr gut. Werde ich aber nachher machen. Jetzt mache ich mich erstmal fertig. So. Ich habe heute tatsächlich auch mal meine alte MAC-Palette rausgekramt. Ich habe nicht mehr viel Kosmetik. Ich habe das meiste weggegeben, zum Teil auch weggeschmissen, wenn es komisch gerochen hat. Und bei dem bin ich jetzt echt gespannt, ob ich das leer kriege. Das Ganze mache ich wieder mit dem Pinsel hier. Aber ich bin schon, Gesichtspflege ist schon drauf. Das ist sehr auf, ist zwar stark pigmentiert, aber es ist basiert auf Wasser. Also es ist eine Drop Foundation, so sieht die ganze Geschichte aus. Und ich gucke da ja auf Mikroplastik. Das ist gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil alles ohne Mikroplastik performt nicht so wirklich aus. Das ist Mineral-Make-up. Da wollte ich mir auch mal wieder eins holen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Was gekauft ist, sollte halt auch erstmal aufgebraucht werden. Ich habe noch nie eine Foundation leer gemacht. Gebe ich ehrlich zu, die Schmal muss ich nach einer Zeit wegschmeißen. Weil ich halt nicht immer geschminkt bin. Ich gebe die mir immer in die Handfläche rein. Und da mein Pinsel so, so straff gebunden ist, kommt das ganz gut. Ich habe übrigens zurzeit den No Cleanser in der Mache. Am Anfang war ich total so, das funktioniert ja gar nicht. Trocknet sogar ein bisschen aus. Ich verwende den jetzt seit gut über einer Woche jeden Tag, zweimal am Tag. Muss er bei mir aber auch sagen, ich nehme auch so Säuren. Ne? Also, ich glaube, der Cleanser hat irgendwas unterstützt. Das tut, also ich gucke heute morgens so in den Spiegel und denke mir, eigentlich irgendwie ist mein, also allgemein das Hautbild ruhiger geworden. Klar, jetzt, bei mir ist der Stress weg. Das ist natürlich auch ein Faktor. Muss man auch dazu sagen. Aber gerade so in dem Bereich hier hat sich meine Haut so krass beruhigt. Ich beobachte das weiter. Und dann gibt es ja ein Video über das Thema. Deswegen teste ich solche Sachen Minimum immer 4 Wochen, um dann wirklich irgendwas sagen zu können. Ich glaube, ich will noch ein bisschen. Ein bisschen darf noch. Bei so Pipetten-Sachen bitte auch darauf achten, auch bei euren Serien, keine Luft ins Produkt reinpumpen. Ne? Also Pipette rausholen, dann auf den Kopf drücken und dann die Pipette reintun. Weil das ist natürlich scheiße, wenn man Luft ins Produkt reinpumpt. Weil ihr wisst ja, dadurch gehen die Produkte schneller kaputt. Was ich an der Foundation blöd finde, ich sag's in jedem Video, die kriecht in sämtliche Poren. Ich sehe am Ende des Tages aus, besonders, weil ich heute noch eventuell zum Sport gehe, das weiß ich aber noch nicht, weil mein Rücken nicht so ganz in Ordnung ist. Also ich habe mal wieder mit der Bandscheibe, aber so richtig. Ich hatte eine Bewegung, hat gereicht. Eine beschissene Bewegung. Und ich bin jetzt seit
einem beschissenen Jahr bin ich daran und muss regelmäßig zum Physiotherapeuten. Das ist natürlich auch teuer. Das hat mich, glaube ich, dieses Jahr locker 500 Euro gekostet. Ist für die Gesundheit okay. Aber ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Ich bin sauer. Ich bin richtig sauer. Das ging vor 2 Tagen, das ging vor 3 Tagen los und war es wieder so an der Seite ganz komisch, wie als hätte ich mich eingeklemmt. Dann konnte ich mich plötzlich nicht mehr so richtig bewegen. Und dann bin ich vorgestern aufgewacht und da war es dann um mich geschehen, leider. Leider. Ich glaube, Moment, habe ich das vergessen jetzt? Ich habe das vergessen. Oh nein. Ich sehe es aber nicht. Wo habe ich es hingelegt? Wo habe ich es hingelegt? Habe ich es irgendwo auf die Seite gelegt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Dann halt ohne. Dann halt ohne, dann muss es ohne gehen. Ich habe gerade vorher noch gedacht, ich hätte dieses Corrector Quad in der Hand gehabt, aber offensichtlich habe ich es wahrscheinlich unten aus Versehen reingelegt. Egal. Oder gucke ich noch mal. Wird schon wieder auftauchen. Wie sagt man so schön, das Haus verliert nichts. Aber lässt mich nicht los, wenn ich irgendwas pflege oder so. Das lässt mich nicht los, kennt ihr das? Egal. Naja, auf jeden Fall trage ich jetzt wieder den hübschen Gürtel. Und hab halt Schmerzen beim Sitzen, Schmerzen beim Gehen. Das kotzt mir langsam echt an. Vor allem nach einem Jahr kann man halt nicht wirklich nach Ungeduld, geht es gar nicht mehr um Ungeduld, sondern das taucht halt immer wieder auf. Immer wieder. Immer beschissen wieder. Und jetzt, wo es so kalt ist, gehe ich eh nicht mehr laufen. Weil das möchte ich dann jetzt auch noch verschlimmern natürlich. Ach ja, Leute. Ach ja. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, jetzt kommt aber Puder. Habe ich meinen Concealer gezeigt. Das ist der von La Vera. Vielleicht kriege ich den diesmal auch leer. Schauen wir mal. Und jetzt gibt's. Normalerweise verwende ich immer noch den Corrector, aber offensichtlich habe ich den gerade sonst wohin gelegt. Ich habe noch gemeint, ich hätte ihn gesehen. So kann man sich täuschen. So. Das ist jetzt mein Puder in der Farbe. Steht da eine Farbe drauf? Da ist er. Beige. Und ich glaube, wenn ich mich besser einpudern würde und immer wieder über den Tag, dann würde, glaube ich, auch diese Foundation halten. An Ort und Stelle. Aber durch das, dass ich halt auch so ein bisschen fettige Haut habe, verpisst die sich halt in die Poren, ne? Ich bin ja jetzt gerade auch am Abnehmen und möchte halt auch schon deswegen wegen der Bandscheibe und so halt ein bisschen kürzer treten. Weil, wie gesagt, das nervt mich inzwischen so derart, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
wenn du dann plötzlich auch nicht mehr zu deinen Füßen runterkommst, jemand, der halt in der Hinsicht schon beweglich war, und ich war in der Hinsicht schon be beweglich, ich komme halt nicht mehr runter. Ich komme halt verdammt nochmal nicht mehr runter. Und soll ich nichts erzwingen? Das weiß ich selber. Aber trotzdem, das ist so krass. Das ist einfach so scheiße. Und ich merke halt dann, wenn ich zu lange stehe, und ich arbeite im Stehen, weil das halt gesünder ist, aber nicht ausschließlich im Stehen, sondern so eine Mischung aus Stehen und Sitzen. Und also wenn ich zu lange stehe, tun mir so die Füße weh. Das ist so abartig. Das ist so abartig. Das ist. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Das ist übrigens der Primer von Terra, der ist ganz okay. Also lustigerweise auf meinen Augen habe ich eh keine Probleme, was so Lidschatten und sowas betrifft. Das ist er. Den habe ich mir jetzt schon zum zweiten Mal gekauft, allerdings den ersten auch nicht leer gemacht, sondern auch weggeschmissen, weil er irgendwann zu alt war. So. Jetzt machen wir ein Stück Bronzer. Bronzer ist von Altera, der hellste. Ist allerdings auch ein bisschen zu rötlich, merke ich jetzt auch gerade wieder so. Das ist so halbe Blush für mich. Braucht doch eher was Gräuliches, aber da habe ich in der Vergangenheit halt auch einfach nichts gefunden. Gebe ich offen und ehrlich zu. So, machen wir noch die Augenbrauen. Meine grauen Haare wegfärben. So. Optimal. Den könnte ich mir auch mal wieder nachkaufen, weil der ist auch schon relativ leer. Wobei mir solche Sachen immer besser gefallen, wenn sie ein bisschen angetrocknet sind, gebe ich ehrlich zu. So frisch mag ich zum Beispiel auch Mascara nicht so. Kann man machen. Aber sowas von. Ah, ich habe heute gar keinen Highlighter hergeholt. Jetzt waren wir schon zweimal da hinten, jetzt gehe ich noch mal hin. Diesmal nicht zu viel. Ist jetzt auch schon ziemlich am leer werden, Gott sei Dank, weil solche Cremeprodukte gehen halt auch irgendwann kaputt, ne? Wobei ich den gar nicht mehr so leicht herkriege, weil mein DM kein Lavera-Kosmetik mehr hat, also dekorative Kosmetik. Fliegende schon. Ich
Jetzt, wie machen wir weiter? Ich muss überlegen. Oh Gott, diese Lidschatten, die habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Schon lange nicht mehr. So. Den da habe ich damals wegen der Maggi gekauft. Der ist glaube ich Bluff oder so. Irgendwie sowas. Ich habe gedacht, es steht drauf, aber ich kann das nicht lesen. Ich bin zu blind inzwischen. Ich glaube, den nehme ich, obwohl er halt ein bisschen schimmert. Da mag ich matte Sachen lieber. Und ich werde immer noch gefragt, warum so Schimmersachen für Falten blöd sind. Das hat damit zu tun, dass Schimmer halt einfach Falten, das sieht man, der schimmert wie Gras. Das Schimmern, das hebt Falten noch so ein bisschen mehr hervor. Das ist fürs ganze Auge ist der für mich nichts mehr. Hätte ich mir jetzt denken können. Hätte ich glaube den von Alverde nochmal holen sollen. Nehmen wir von Beauty UK, die ist ja auch schon super alt. Da habe ich jetzt auch so einen Matter drin. Der ist so hautfarben. Machen wir den mal drüber. Aber jetzt schimmert es halt schon. Ja, auch ich habe damals mal MAC-Lidschatten gekauft. Mir schön irgendwie von meinem Geld immer abgespart. Und es hat doch geklappt. Das schützt zu, mir ist das zu schimmrig. Scheiße. Ist egal. Kann man schon nicht mehr ändern. So. Es ist nicht alles MAC. Es sind auch Lidschatten von Cosmetic Cosmo dabei. Ich glaube, das war eine. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Die gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. Aber das hier ist MAC wieder. Naja, das ist ein MAC-Lidschatten. Dann habe ich noch einen schwarzen Kiko. Ich habe so viel weggeschmissen, weil die irgendwann so komisch angefangen haben zu riechen auch. Und wenn bei mir was anfängt mit Stinken, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Jetzt habe ich gerade noch so ein Kielchen. Ja. Der eine ist Cosmetic Cosmo und der andere ist MAC. Aber warum ich so einen ähnlichen von Cosmetic Cosmo im Nachhinein noch geholt habe. Ich habe ja auch so einen Pinsel von. Ist das der Pinsel von Cosmetic Cosmo? Nee. Ich habe zwei von Cosmetic Cosmo damals geholt. Contour Color hat einer, glaube ich, geheißen. Und der Kleine weiß ich nicht mehr. Gott, das war noch Zeiten her. Das ist ja schon gefühlt ewig her. Das ist echt gefühlt ewig her. Dieser Schimmer. Das gefällt mir gar nicht mehr. Egal. Wie man so seinen Geschmack auch irgendwie ändern mit der Zeit, das ist schon krass, ne? Ich habe überwiegend Schimmerlidschatten von MAC geholt, merke ich gerade so. Das hat alles irgendwie so ein bisschen Schimmer drin. Aber Schimmerlidschatten sind halt auch einfacher zu verblenden. Da müssen wir jetzt durch. Jetzt ist es schon auf dem Auge. So. Ich
bin schon so gewöhnt, diese Matten zu verblenden, weil die gehen halt nicht so einfach. Und so Schimmerlidschatten, die gehen halt rucki-zucki, da brauchst du echt nicht viel machen her. Schon verblendet eigentlich im Endeffekt. So. Mit diesem Glänzenden, da komme ich nicht mehr zurecht. Absolut nicht, muss ich auch nicht. Das ist gar nicht mehr mein Geschmack. Aber echt gut zu wissen, so. Das mal wieder ausprobiert zu haben, wie das so ausschaut. Schimmer, Schimmer. Das schmeckt echt so mein Favorit. Und im Grunde nehme ich hier immer die gleichen Sachen inzwischen. So viel Paletten. Ich habe so viel hergeschenkt. Boah, ich habe so viel Geld zum Fenster rausgeschmissen mit dem ganzen Zeug hier. Brutal. Aber wer da eine Freude dran hat, warum nicht? Eyeliner hat schon früher geregelt und so regelt es auch jetzt. Sieht gar nicht so schlimm aus. Kann man machen. Ist okay. Das war jetzt der Alterra Eyeliner, aber der ist leider echt nicht so mega gut. Also auf keinen Fall wird der mehr nachgekauft. Dating to Black, beste von Catrice. Da ist auch kein Mikroplastik drin. Gut. Das war auch von. Ich habe echt nur die gleichen Marken wie Lavera. Weil auch in Kajals Mikroplastik verarbeitet wird. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Das ist jetzt eine Mascara von Alverde. Ich finde die aber nicht so gut. Gut, die macht schon was. Aber gibt bessere. Und auch bei Mascara ist es so Mikroplastik. So, fertig sind wir. Fertig sind wir. Ein bisschen Blush. Da habe ich. Gibt es Elf eigentlich noch? Gibt es die Marke? Ich glaube, die hat aufgehört, oder? Auch super alt hier, das Teil. War schon damals so, wenn mir ein Augen-Make-up nicht gefallen hat, im Nachhinein ging es dann schon, weil da hat man fett Kajal drauf gemacht und Eyeliner, und hat das schon gepasst. So. Fertig. Fertig. Jetzt werde ich erstmal hergehen und mein Body schneiden, weil der ist.
Echt mega zu lang jetzt. Mach ich gleich. Und ich melde mich jetzt bei euch mal wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich sag danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.